Wieder stand ich unter dem blassen Himmel. Die Häuser um mich her als drohende schwarze Klumpen. Und die Stunden schlichen weiter, eine nach der anderen. Ich wartete nur auf das Frührot, dann jagte ich nach Posiminici hinüber. 2 Stunden gab mir die Kompanie Urlaub, dann musste ich zum Abmarsch zurück sein. Er sollte durch eine Hand zur Ruhe gebettet werden, die ihn brüderlich liebte. Ich sprang auf. Einen jungen Kriegsfreiwilligen, der das Grab für die Eltern zeichnen sollte, nahm ich mit. Vorwärts. Dann stand ich vor dem Toten und wusste nun erst, Ernst Wurche war tot. In einer kahlen Stube auf seinem grauen Mantel lag der Freund, lag mit reinem, stolzem Gesicht vor mir. Nachdem er das letzte und größte Opfer gebracht hatte, und auf seinen jungen Zügen lag der feiertäglich große Ausdruck geläuterter Seelenbereitschaft und Ergebenheit in Gottes Willen. Aber ich selbst war zerrissen und ohne einen klaren Gedanken. Vor dem Hause zur linken der Tür unter 2 breiten Linden hatte ich die offene Grube gesehen, die die Leute der Feldwache ausgehoben hatten. Dann sprach ich die Mannschaften, die am Abend mit ihm auf Patrouille gegangen waren. Ernst hatte feststellen sollen, ob die Gräben der Seensperre vor Simno noch von Russen besetzt wären. Im Vorgehen war die Patrouille vom Feind mit Schrapnells unter Feuer genommen worden. Es war unmöglich, unbemerkt an die zu erkundende Stellung mit der Patrouille heranzukommen. Aber der junge Führer kehrte nicht um, ohne seinen Auftrag restlos zu erfüllen. Nur seine Leute ließ ihn zurück. Während sie in Deckung warteten, machte er einen letzten Versuch, sich die Einsicht in den russischen Graben zu erzwingen. Gewohnt, immer zuerst sich als der Führer einzusetzen, kroch er allein Meterbreite um Meterbreite vor und arbeitete sich so noch weitere 150 Meter heran. Der Graben war nur noch von Kosakenposten besetzt. Aber im Vorkriechen wurde der deutsche Offizier von einem Russen bemerkt, der alsbald auf ihn feuerte. Eine Kugel drang ihm in den Leib, die großen Blutgefäße zerreißend und den Tod in kurzer Zeit herbeiführend. Seine Leute bargen ihn aus dem Feuer der flüchtenden Kosaken. Einer fragte, wie sie ihn trugen, geht es so, Herr Leutnant? Er antwortete noch ruhig wie immer. Gut, ganz gut. Dann verließen ihn die Sinne. Und er starb still, ohne zu klagen. Nicht, dass ich es in jener Stunde klar empfunden hätte. Aber als Keim senkte es sich damals in meine Seele, der in später Erinnerung heller und heller aufblühte. Großen Seelen ist der Tod das größte Erleben. Hätte ich's doch klarer empfunden in jeder Abschiedsstunde. Ich ließ den Freund hinaustragen und half ihn in das grün ausgekleidete Grab unter den Linden senken. In seiner vollen Offiziersausrüstung bettete ich ihn zum Heldenschlafe mit Helm und Seitengewehr. In der Hand trug er die Sonnenblume wie eine schimmernde Lanze. Dann deckte ich ihn mit der Zeltbahn. Über dem offenen Grabe sprach ich ein Vaterunser, zu dem ihn nun freilich wieder die Worte in Tränen versagten, und warf die ersten 3 Hände Erde auf ihn. Danach sein Bursche, dann die anderen. Dann schloss ich das Grab und der Hügel wuchs. Eine Sonnenblume steht darauf und ein Kreuz. Darauf ist geschrieben, Leutnant Wurche, Infanterieregiment 138, gefallen für das Vaterland. 23. August 1915. Am Abend lagen wir wieder vor dem Feinde.